Herzlich willkommen zur nächsten Folge Work-In von Schulsportwelten. Heute wieder mit Detlef und mit mir, mit Leonie. Und ja, wir haben uns heute so ein buntes Mischmasch zusammengesucht. Also es wird sehr abwechslungsreich. Ja. Genau, also es ist fast wie so ein Best-of, sage ich einfach mal. Ne? Viele Übungen, die ihr schon mal in irgendeiner Sendung gesehen habt. Wir haben kein besonderes Thema. Thema ist, glaube ich, Best of. Da sind Challenges dabei, da sind athletische Übungen dabei, da ist Balancieren dabei, Gleichgewicht dabei. Also wer regelmäßig unsere Sendung sich angeschaut hat, der wird die eine oder andere Übung mit Sicherheit irgendwo wiederfinden. Genau, wir haben auch ein paar Materialien uns schon zusammengesucht. Ihr seht schon, wir haben beide ein Handtuch in der Hand, weil es damit gleich losgeht. Dann haben wir ein paar Klopapierrollen. Kleine Bälle, da kann man ansonsten eben auch Socken nehmen, die hat ja wahrscheinlich jeder zu Hause. Genau, Becher, Löffel und Zuckerwürfel, ne? Ah, da bin ich gespannt, das haben wir noch nicht gemacht, definitiv. Das kommt auch zum Schluss, damit du auch dran bleibst. Ja. Und ja, heute mal anstatt Besenstiel haben wir so ein Hockeyspiel genommen, aber das können wir dann genau nachher nochmal erklären. Also das sind alle Materialien, die wir heute so im Laufe benötigen. Wir brauchen natürlich nicht alle, genau, sondern wie gesagt, wir fangen an, erstmal mit unserem Handtuch uns ein bisschen zu mobilisieren und aufzuwärmen. Gut. Wir fangen erstmal an und steigen über das Handtuch, ähnlich wie beim Springseil. Oh. Hätte ich jetzt gewusst, dass du das machst, hätte ich ein längeres Handtuch genommen. Ich schummel hier schon. Deswegen habe ich es dir nicht gesagt. Ah, mal die. Ja. Oh, so wie ich das mache, ist auch gar nicht so schlecht. Ich mach doch mal umgekehrt. Genau, andersrum. Okay, dann können wir jetzt noch mal abwechselnd mit den Armen kreisen und das Handtuch dabei, ja, wenn bei Möglichkeit gestreckt halten, je nachdem, wie lang euer Handtuch ist. Genau. Sonst fasst ihr nicht an den Enden an. Genau, das ist wie das typische Paddeln, was wir auch schon mal gemacht haben. Ja. Langer Arm rechts und links im direkten Wechsel. Auch das nochmal rückwärts. Okay. Dann halten wir das Handtuch mal gestreckt über unseren Kopf und beugen uns so ein bisschen zur Seite. Mobilisieren uns auch da. Ich gehe auch mal nach vorne, halte das gerade, die Beine sind auch gerade dabei und drehe vorne ein bisschen rechts und links. Wer es schafft, kann ja mal in die Knie gehen. Die Arme bleiben oben. Oh, nicht dreimal. Okay, der Oberkörper ist schon ganz gut warm. Jetzt machen wir die Beine noch mal warm. Dafür legen wir das Handtuch einmal kurz an die Seite. Und wir stellen uns auf ein Bein. Ich fange jetzt mal an mit dem linken. Und dann tippen wir mit dem Bein, was in der Luft ist, also jetzt dem rechten, immer abwechselnd nach vorne, zur Seite, nach hinten und nach links und gehen dabei mit dem Standbein immer so leicht in die Hocke. Ich habe mit meinem rechten Bein zuerst das Standbein. Das linke bewegt sich. Auch hier ist immer wichtig, dass ihr das kontrolliert und nicht nach vorne fallen, sondern wirklich versuchen zu stehen, nur zu tippen. Und dann wechseln wir mal das Bein.
Okay. Dann stellen wir uns wieder aufs erste Bein, heben das andere ab und schreiben jetzt mal zum Beispiel unseren Namen in die Luft. Also ich schreibe jetzt Leonie. Und wer einen zu kurzen Namen hat, der darf auch seinen Namen entweder doppelt schreiben oder ein anderes Wort schreiben. Detlef in Schreibschrift. Das war gar nicht so einfach. Okay, jetzt mal einen Druckbuchstaben. Dick. Cool. Andere Bein? Ich habe schon gewechselt, aber ich mache beide Beine nochmal. Ah, das ist cool. Ich habe ein bisschen schneller geschrieben. Ich habe ja auch Vor- und Nachnamen geschrieben. So, ich mache von 1 bis 10. Zack, zack. Ich schreibe jetzt mal Detlefs Namen. Mal gucken, ob das wirklich so lange dauert. Bist du schon fertig? Ich mache jetzt auch den Nachnamen. Ja, das ist gut. Aber du hast mich, glaube ich, vorne mit V geschrieben, habe ich gesehen. Das ist nicht richtig. zack. 9. Und die 10. Zack. So. Das knackt aber auch ganz schön bei dir. Das sind die Schnürsenkel. Ach so, okay. 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 Sind wir auch da ein bisschen warm? Dann soll es losgehen mit der ersten Übung. Auch da, wir haben uns jetzt schon ein bisschen hier so eingegroovt, auf einem Bein zu stehen, Gleichgewicht zu halten. Jetzt geht es in die Standwaage. Das heißt, Bein gestreckt nach hinten, Arme entweder zur Seite oder nach vorne strecken. Kurz halten und dann schnell das Bein von hinten nach vorne hochziehen und nicht umfallen, sondern stabilisieren. Oh, jawohl. Machen wir auch 5 Mal pro Bein. Von der Seite. Dann wechseln wir das Bein. Oh. Oh. Also mein Fuß, der muss regelrecht richtig arbeiten, definitiv. Der im Standbein. Die Seite. Oh, schlecht. Oh, das will ich noch einmal machen. Dann habe ich 4. Okay. Gut. Mit dem Erfolgserlebnis aufgehört. Sauber. Okay. Dann machen wir weiter mit der nächsten Übung. Ja. Dafür brauchen wir das schon benannte Klopapier. Genau. Wir haben uns hier jetzt so eine kleine Pyramide gebaut. Und stellen die mal vor uns. Ups. So, dann machen wir erstmal ein bisschen beiseite. Und setzen uns dann in den Langsitz dahinter. Die Aufgabe wird es nun sein, mit den Füßen die Klopapierrollen zu greifen und die Pyramide, so wie sie hier steht, auf der anderen Seite wieder aufzubauen. Ja. Dürfen wir uns abstützen oder ohne abstützen? Ich würde sagen, in der ersten Runde dürfen wir uns abstützen. Und in der zweiten machen wir es dann. Wir haben das mal gemacht, da haben wir die Schuhe ausgezogen. Ne? Mal gucken, ob es mit Schuhen ist. Wir machen es erstmal so, wir gucken. Ne? Okay. Und? Es geht noch nicht um Schnelligkeit, Detlef. Ach so, nicht? Oh, also meine Pyramide sieht auch nicht so schön aus bisher. Ah. Ja, es ist eher eine
Treppe. Hoppala. Da muss der Architekt aber noch mal rein. Einsturzgefahr. Na. Besteht da. Oh, das kriegt aber eine ganz schwere Abnahme nur hier. Jawohl, sauber. Cool. Das ist Kunst. Das, ja, so ich. Da bauen die nochmal vernünftig auf. Nochmal, wir zurückbauen. So, jetzt machen wir es ohne Abstützen, hast du gesagt, ne? Genau. Ja. Willst du einen Wettkampf? Ach, ja komm, los, komm her. Und, hepp. Was? Oh nee, jetzt zapple ich hier aber auch. Oh nee. Das kann nicht wahr sein. Wie mache ich das denn jetzt hier? Oh, ich muss ja nochmal. Oh. Nein. Nein. Ja. Oh. Hier mit diesen riesigen Füßen und Schuhen hier, was ich hier habe. Es kann. Du sollst keine Mauer bauen, sondern eine Pyramide. Ich geb mich geschlagen. Das wäre hier heute nichts mehr geworden. Ne? Oh. Okay, cool. Na gut. Vielleicht hast du in der nächsten Disziplin mehr Chancen. Wenn es um Punkte geht, ist Leonie einfach unschlagbar. Ja. Man darf sie nicht reizen. Nicht provozieren, das stimmt. Genau, genau. So, das nächste ist. Für die nächste Übung brauchen wir einen Stuhl. Genau, und? Und ein Karton. Und Bälle, ne? Ja, ein paar Socken oder Bälle, je nachdem, was ihr da habt. Ach so, wir machen das dafür. Ah, okay. Schiebe ich das mal jetzt zurück. Schon sagen, so ans Ende der Matte. Ja. So ja. Etwa 2 Meter entfernt, ja, genau. Von dem Stuhl. Das sollte passen, ne? Dann schnappen wir uns unsere Bälle, Socken oder irgendwelche anderen Gegenstände. Genau. Mit denen man ganz gut werfen Bälle, kann. Ne? Tischtennisbälle, Tennisbälle, hier solche Hacky-Sack-Bälle. Wie viel hast du an der Zahl? Guck mal. 6 in der Hand aktuell. Aktuell 6? Ja, ich habe einen mehr. Aber ja gut. Dort hineinwerfen, ne? Genau, wir werfen jetzt von hier oben, versuchen den Karton zu treffen. Direkt ohne Aufsetzer. Machen wir erstmal so, oder? Also mal gucken, ohne Wettkampf. Das war eine gute Entscheidung. Oh, ich kann mich nicht konzentrieren, wenn ich lachen muss. Ein Auge ist immer auf deiner Seite. Oh, der kippt gleich, der Karton. Ich wusste es. Das war pfiffig, glaube ich, die Tischtennisbälle zum Schluss zu werfen, ne? Aha. Jawohl. Okay. Jetzt machen wir, wie eben, auch noch eine Runde. Und diesmal gucken wir mal. Warte mal. Wer gewinnt? Ein Tennisball fehlt mir. Der ist hier auch. Ja, der ist so. In der Halle. Du hast doch eh einen Ball mehr. Ja, genau. Und wir müssen ja irgendwie die gleichen Bälle haben. Die müssen auch gleich springen irgendwie, wenn wir jetzt hier um was machen. Na gut, können wir. Okay, ich habe jetzt 6. Ich auch. Okay. Oh, reingelogen. Und wie viel hast du? Ich habe, glaube ich, 3. Und du? Jetzt 4. Oh nein! Nein, einen muss ich noch machen hier. Doch, einen machen wir noch mal, auf jeden Fall. Aber ich glaube... Ich glaube, das Schwierigste sind die Tennisbälle, ja. Weil die am ehesten wieder rausspringen. Ja, obwohl mein Tennisball... Das ist natürlich das Gute an Socken. Die springen ja, die nicht so gut wieder raus. So, okay.
der auch raus. Was ja, das passiert? Das war mir nicht auch vorhin gewesen. Das ist im Regelwerk noch nicht berücksichtigt. Ich wollte sagen unschlagbar, aber diesmal habe ich auch 4. Und du hast auch? Du hast 5, ne? 6. Nein! Oh nein! Oh, mit Leonie macht es keinen Spaß. Also wenn es euch geht wie mir, dann könnt ihr den Karton auch noch ein bisschen weiter wegstellen. Wenn es zu einfach ist, ne? Jawohl, cool. Sauber. Okay, dann nehmen wir uns jetzt noch mal 2 von den Bällen oder Socken. Mhm, ich nehme jetzt mal die beiden Tennisbälle. Jeweils in einer Hand und werfen die erstmal abwechselnd so ein bisschen nach oben. Ach so, jeweils eine Hand. Können dann auch ein bisschen schneller werden in der Frequenz. Auch mit beide Hände gleichzeitig, ne? Geht auch, oder? Ja. Nicht mehr. 2 in eine Hand. Wir können auch gerne, wenn wir die beide hochgeworfen haben mit beiden Händen, auch gerne mal über Kreuz fangen. Zack. Und jetzt über Kreuz hochwerfen. Vielleicht ist das auch machbar. Gucken. Das geht natürlich auch von unten fangen. Und jetzt gucken, ob wir das auch über Kreuz können. Ah, ja, das ist schon schwieriger. Ja. Guck mal, ich mache da mal irgendwie so einen Wipper. Ich habe das Gefühl, da habe ich einen Rhythmus. Aber es gelingt fast. Gut. Dann können wir noch mal beide in eine Hand nehmen und versuchen, die beide immer abwechselnd hochzuhalten. Vielleicht erstmal nur jeden einmal hochwerfen und fangen. Und wenn das gut klappt, versucht mal, das ein bisschen länger am Stück zu schaffen. Also ich habe es auch nur in meiner guten Hand, jetzt hier so meine rechte Hand. Das versuchen wir mal. Das war nichts. Ich glaube, Detlef hat die klügeren Bälle genommen. Ja, die liegen ganz gut in der Hand. Also die dopsen nicht weg. Aber und sie sind kleiner. Das heißt, die passen noch besser aneinander vorbei. Ich versuche 3-mal zu machen. Mal sehen, ob das klappt. Das wäre noch fast schon Richtung Jonglieren. Naja, voilà. 2. Ja. Oh, fast. Fast. Aber hervorragend, ja. Ja, ey, Weltklasse. Ich glaube, du musst nur zugucken, dann klappt es. Also auf jeden Fall. Mach noch einmal bitte, Klasse. Ich gucke. Du hast auch nicht. Ich werfe auch ein bisschen höher. Du hast eine gute Höhe. Hat man ein bisschen mehr Zeit. Ja, dann sehe ich schon kaum mehr. Ich glaube, aber Detlef muss das auch noch ein bisschen üben. Egal, ich natürlich auch. Egal, wie ich die werfe. Genau, also ihr seht, da kann man ganz kreativ werden, was man mit 2 Bällen so machen kann. Im Zweifel nimmt man noch einen dritten dazu, versucht so ein paar Vorstufen vom Jonglieren. Das haben wir auch mal in einer Sendung gemacht. Genau, ja. Genau. Gut, okay. Dann kommen wir zum nächsten. Wir haben jetzt in einer Sendung haben wir mal mit Besenstielen, glaube ich, und Skistöckern gearbeitet. Das geht auch anders. Jetzt haben wir hier so ein Hockey, ich glaube, es ist für Floorball in der Halle. Wir versuchen den auch mal zu balancieren auf einer Hand. Mal hinstellen mit dem Ende. Das ist natürlich nicht ganz so einfach jetzt, weil der ja halt nicht gerade ist, sondern oben nochmal um die Kurve geht. Aber das kriegen wir eigentlich relativ gut hin. Zick.
Ich wechsle mal die Hand. Jawohl. So, und wer jetzt noch eine Herausforderung sucht, man kann das mit Sicherheit auch auf dieser Spitze hier balancieren, dann ist der Stock natürlich nicht mehr gerade, sondern schief. Aber ja, ich muss ihn festhalten. Das ist um einiges schwieriger. So. Ja, da muss man sich wirklich auf sein Gefühl verlassen und kann mit den Augen nicht so viel ausrichten. Nee, da muss ich gucken. Okay, auch da wechseln wir mal die Hand. Es ist links schon fast besser als mit rechts. Das macht mir Angst. Ja. Cool. So, aber ich gehe doch jetzt wieder für die nächste Challenge hier rauf. Ne? Wir versuchen uns einmal hinzusetzen. Okay? Einmal hinsetzen. Wir können ja auch erstmal auf dem Stuhl anfangen. Das ist nicht ganz so tief. Vielleicht, das ist eine gute Idee. Das kommt mir auch entgegen. Kommt dir entgegen, ne? Okay. Ich erinnere mich noch, als wir das letzte Mal gemacht haben. Ja, genau. Also, hier, zack, zack. Oh, ich sag mal so einfach. Ich muss nicht das Vertrauen haben, dass der Stuhl auch da ist. Wo ist er? Oh. Also, auf den Stuhl geht. Ich sitze noch nicht. Oder? Ist er da? Oh, nee. Wieder an der Schulter gekommen. Kein Vertrauen. Ich weiß nicht, wo der Stuhl ist. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass man mich neben den Stuhl setzt. Da sollte man natürlich aufpassen. Ja, genau. Sonst endet das Böse. So. Okay, wer das hingekriegt hat, der kann das jetzt nochmal dich auf die Erde setzen. So. Wir nutzen jetzt hier mal die Matte. Ich glaube, ich werde auch meine linke Hand zum Abstützen nehmen. Ich glaube, ich hatte letztes Mal einen schwierigeren Besen. Ach so. Heute klappt das schon besser. Oh, ich bin oder ich habe heimlich geübt. Ich bin begeistert. So, jetzt auch noch mit hinlegen. Sitzen, hinlegen. Das wird, glaube ich, wirklich nicht schwierig. Wollen wir mal gucken. Aber. Ich liege noch nicht ansatzweise. Jetzt! Oh nein! Ah, aus dem Liegen auf jeden Fall nochmal. So. Nochmal hinlegen. Nee. Du stehst schon hier, ne? Ja. Jetzt einmal. Ich versuche mich jetzt mal auf den Bauch zu legen, vielleicht ist das einfacher. Oh Leonie, sauber! Ich glaube, das ist einfacher. Warum? Also, ihr seht, das ist hier auch alles nicht abgesprochen. Seid kreativ während des Machens. Und ich muss jetzt schnell aufstehen. Oh, endlich. Auf den Bauch. Ja, das wollte ich noch mal versuchen, aber ich bin noch nicht weit gekommen. Also geht ja erstmal in die Knie, ne? Richtig. Geschummelt. Habe ich genau gesehen aus dem Augenwinkel. Ja. Da nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, genau. Diesmal habe ich irgendwie. Aber da. Sauber. Okay, aber das ist was für euch. Für auf den Bauch legen. Kommen wir zur letzten Übung ist im Grunde auch eine kleine Challenge. Was ihr dafür braucht, ist ein Löffel und ein paar Zuckerwürfel. Jawohl. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar, das haben wir natürlich einen relativ langen Eislöffel. Das ist noch um einiges schwieriger. Ne? Wir nehmen den Löffel mit dem Griff in den Mund. So heißt der. Okay. Dass der Löffel nach oben zeigt. Und unsere Aufgabe wird sein, jetzt so viel wie möglich die Stückchen zu stapeln nach oben. Die dürfen nicht runterfallen. Das,
Also sprechen können wir nicht mehr. Aber ich habe das Gefühl, dass wir auch anfangen zu schielen dann irgendwann. Sieben. Oh, sechs. Oh, eine Ruhe. Na, ich sag nichts. Ich darf nicht lachen. Sehr gut. Ich dachte, ich habe irgendwo. Sehr gut. Hätte keine Zukunft. Du hast hier Vorschläge. Können wir das rausschneiden? Ist das machbar? Also sehr cool. Also ich habe jetzt hier sieben gemacht und ich dachte, ich wäre schon gut. Und das hat schon gewackelt. Wie ja, aber mir ist einmal bei fünf umgefallen. Ja, zwölf Würfel sind drin gewesen. Genau. Also ich habe noch keine richtige Technik gehabt, wie ich den Löffel stillhalte. Hast du den dazu mal eingeklemmt? Ja, zwischen den Zähnen irgendwie. Das hat gar nicht so doll gewackelt. Das Schwierige war, glaube ich, mit den Händen das wirklich gerade drauf zu legen. Ja, gut, okay. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mit uns hier so ein bisschen Sport zu machen und ein bisschen euch zu betteln, ganz einfach. Genau, wir haben heute mal so ein paar Sachen rausgesucht. Wir haben ja auch schon viele andere Sachen gemacht. Genau. Also ich erinnere mich da an eine Sendung mit Luftballons oder eine Sendung zum Gleichgewicht. Genau. Wenn ihr darauf noch Lust habt, guckt da einfach noch mal rein. Genau. Und wir machen das jetzt mittlerweile ein Jahr lang und seit erstem Lockdown 2020. Da sind viele Sendungen entstanden. Auch mal nochmal schönen Dank, mit dir zusammenzuarbeiten. Finde ich cool. Danke auch an das Team, das immer dabei ist und uns hinter der Kamera unterstützt. Viele andere Sportler machen das, haben das auch gemacht. Ich glaube, wir waren in der Zahl an die 10, 11, 12 Sportler. Unterschiedliche Sportarten vertreten. Handball, Judo, Wasserball, Faustball, ne? Rugby und. Von daher, schaut rein. Und das war heute so ein kleines Potpourri von allem, so ein bisschen. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bestimmt sehen wir uns nochmal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.